Herzlich willkommen zur Pressekonferenz von dem PSD Bank Cup 2021 mit dem FC, mit Fortuna Köln und mit Viktoria Köln. Und zunächst möchte ich erstmal hier die Protagonisten am Podium vorstellen. Zunächst einmal Renik Königshausen, den Vorstandsvorsitzenden der PSD Bank West, dann Andreas Rettich, den Geschäftsführer von Viktoria Köln, Alexander Werde, Geschäftsführer beim 1. FC Köln und Hans-Jörg Westendorf, den Präsidenten von Fortuna Köln. Und die erste Frage soll natürlich direkt an René Königshausen gehen. Herr Königshausen, die PSD Bank engagiert sich ja sehr stark im Bereich von Sportvereinen, im Bereich von sozialen Projekten. Warum nutzen Sie diese Form der Unterstützung? Ja, also wir unterstützen seit vielen Jahren mit unterschiedlichen PSD-Bank-eigenen Formaten Vereine in unserer Region. Und was wir dann an dieser Stelle damit erreichen, ich denke, das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt, ist, dass es Vereinen dann möglich ist, Investitionen zu tätigen oder auch Projekte zu verwirklichen, die ohne diese Unterstützung nicht möglich gewesen wären. Die PSD-Bank ist ja Namensgeber für das Turnier von Viktoria Fortuna und dem 1. FC Köln. Warum waren Sie so schnell Feuer und Flamme und wollten bei dem neuen Format des Kölner Fußballs dabei sein? Ja, also ich sag mal, wir sind ja Namensgeber in doppelter Hinsicht, denn um gerade das soziale Engagement der PSD Bank West, das wir seit vielen Jahren im Verein, ich sag mal, ganz stark ausdrücken und leben, zu verwirklichen, haben wir uns dazu entschieden, ganz aktuell eine eigene Stiftung zu gründen. Die Stiftung heißt Vereint und wir wollen mit dieser Stiftung noch nachhaltiger, noch wirksamer dieses soziale Engagement in die Vereine reinbringen und letztendlich Vereine unterstützen. Und das bringt der PSD Bank Cup sehr stark zum Ausdruck, weil letztendlich haben wir ja hier wohl die drei bekanntesten Clubs aus Köln, Fußballclubs, die sich gemeinsam miteinander vereinen für die gute Sache. Und das ist für uns eine ganz tolle Plattform, unsere gerade aktuelle Stiftung dann auch entsprechend bekannt zu machen. Dann komme ich zu Andreas Rettich. Herr Rettich, letztlich entstand die Idee des Turniers mit den drei Kölner Topclubs bei der Viktoria. Wie kam es denn eigentlich dazu und was war Ihre Intention? Der ursprüngliche Gedanke war, ein Freundschaftsspiel mit dem 1. FC Köln zu absolvieren. Ich war da wirklich happy, dass Alexander Werde da auch direkt spontan zugesagt hat, dass der 1. FC Köln hier zur Viktoria kommt. Und daraus entstand der Gedanke, ja, wenn zwei spielen können, können auch drei spielen. Und daraufhin habe ich Hans-Jörg Westendorf angerufen von der Fortuna, der auch direkt spontan zugesagt hat, obwohl Spielbetrieb seiner Fortuna war. Also deswegen erstmal herzlichen Dank für wirklich diese tolle, spontane und pragmatische Unterstützung dieses Turniers. Aber den Dank möchte ich in erster Linie auch erstmal an die PSD Bank geben, die hier, als wir die Idee vorgetragen haben, sofort gesagt hat, ja, das ist unser Ding, und deswegen auch René Königshausen nochmal herzlichen Dank. Die wichtigste Botschaft für uns, was dieses Turnier angeht, ist, das zahlt ein auf dem Thema Fußball muss und soll bezahlbar bleiben und dem Thema der Solidarität. Und von daher denke ich, ist es auch wichtig, dass wir hier Zeichen setzen, und wir haben das nicht nur in der Preisgestaltung. Ich denke nicht, dass es ein preiswerteres Event in Deutschland gibt, dass man 135 Minuten Profifußball für 5 Euro sich anschauen kann. Auch die Preise am Tag, wenn ich an die Catering, das Catering denke, ist top subventioniert, und das Trikot bei uns ohnehin schon immer ein Thema, ist bei der Viktoria keins, was es in der Liga irgendwo günstiger gibt. Also das sind Themen, die uns wichtig sind, die Bezahlbarkeit und das Thema der Solidarität. Meint auch, dass wir uns einbringen wollen, eine Branche, die mit und durch die Öffentlichkeit ihr Geld verdient, braucht gesellschaftliche Akzeptanz, und das wollen wir auch mit diesem Turnier zum Ausdruck bringen. Sie haben die Bezahlbarkeit schon angesprochen, zumindest für das Turnier, aber das Thema Bezahlbarkeit ist ja grundsätzlich bei Viktoria Köln ein großes Thema. Wieso? Ja, ich habe es gerade gesagt, das Thema, es soll niemand ausgeschlossen werden, dass die Hürde zu hoch ist und er sich diese Teilnahme an einem Spiel der Viktoria oder an diesem Turnier nicht erlauben kann. Ich möchte aber auf den zweiten Aspekt auch nochmal eingehen, nämlich auch das davor stattfindende Jugendfußballturnier. Auch das ist ein wichtiges Zeichen,
von unserer Seite, dass hier die Jugendmannschaften, und auch da nochmal Dank an beide Mitveranstalter, dass die Jugendmannschaften tatsächlich auch alle mit dem Logos der drei Vereine spielen. Ich denke, das ist eine großartige Symbolik, denn der Viktorianer möglicherweise in einer Mannschaft dann auch mit dem Fortun den Doppelpass spielt. Das dient dazu, tatsächlich genau dieses Thema, auch wenn ich an das Thema Gewalt denke, abzubauen. Und ich glaube, dass das ein wunderbarer Beginn sein kann, genau auf dieses Thema, wie gehen wir miteinander um, einzahlt. Alexander Werle, Sie sind schon immer ein Verfechter der These gewesen, dass die Kraft des Fußballs für gesellschaftliche Themen genutzt werden sollte. Ist der PSD Bank Cup dafür ein guter Weg? Ja, Fußball ist die Sportart Nummer 1 in Deutschland und auch in Köln. Und deshalb, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, insbesondere im Profifußball. Und deswegen sollten wir eben auch auf Themen aufmerksam machen, Themen sensibilisieren und auch Bewusstsein schaffen. Denn uns geht es allen gut und es gibt viele, viele Menschen in Köln, aber auch außerhalb Kölns, denen es eben nicht so gut geht. Und deshalb ist es ein starkes Signal, dreier vermeintlich rivalisierender Clubs in Köln ein starkes Zeichen zu setzen, um eben den schwächeren Mitbürgerinnen und Bürgern zu helfen. Und deshalb fand ich die Idee von Andreas Rettig auch klasse, eben jetzt ein Turnier zu machen mit allen drei Clubs in Köln und eben auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte den Obdachlosen zu helfen. Denn es gibt 6.000 Obdachlose in Köln und da gibt es unterschiedlichste Geschichten, warum diese Menschen eben kein Obdach haben. Und da haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung. Und wenn nicht in Köln, wo dann, kann man ein Zeichen setzen. Und ich wünsche mir und hoffe natürlich, dass aus Köln heraus ein Zeichen an andere professionelle Clubs geht, die dann eben auch diesen Ball aufnehmen werden. Die Erlöse sollen einem guten Zweck zugutekommen. Haben Sie sich schon gemeinsam entschieden, wohin die Gelder gehen sollen? Ja, wir haben verschiedene Institutionen bislang jetzt mal ins Auge gefasst und wie gesagt, werden die nächsten Jahre und hoffentlich Jahrzehnte verschiedene Institutionen unterstützen. Wichtig ist dabei eben, dass die Menschen im Mittelpunkt stehen, die Hilfe benötigen, die Obdachlosen in Köln. Und da gilt es wirklich direkt, auch unbürokratisch Hilfe zu leisten. Und ich glaube, da sind wir drei Clubs mit der Strahlkraft in Köln in der Lage, da eben auch ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, wenn wir uns was wünschen könnten, ich glaube, wir drei Clubs dann, dass wir irgendwann dann mal wieder auch andere Gelder einsetzen können, dass es eben keine Obdachlosen mehr gibt in Köln. Wenn wir das erreicht haben, haben wir viel erreicht. Ja, damit komme ich zu Hans-Jörg Westendorf, dem Präsidenten von Fortuna Köln. Herr Westendorf, was haben Sie denn eigentlich damals gedacht, als Andreas Rettig Sie angerufen hat und gefragt hat, wollen Sie bei dem Turnier mitmachen? Ja, zunächst einmal habe ich mich gefreut. Dann hat er mir sehr schnell erzählt, worum es geht und ich war natürlich auch Feuer und Flamme. Ich glaube auch mit Andreas Rettig zieht auch ein neues Zeitalter ein, so in der Verhältnis zwischen Fortuna Köln und Viktoria Köln, was ja durchaus durch die eine oder andere Rivalität in den letzten Jahren geprägt war, die man allerdings auch nicht überbewerten sollte. Wie finden Sie es, dass die größten Fußballvereine der Stadt gemeinsam soziale Akzente gegen die Probleme der Stadtgesellschaft setzen? Ich finde es einfach nur super. Ich bin Kölner, ist meine Heimatstadt und nicht nur im infrastrukturellen Bereich, im sportlichen infrastrukturellen Bereich läuft auch einiges schief in Köln, sondern eben auch auf anderen Feldern. Die Obdachlosenhilfe ist angesprochen worden, die Anzahl der Obdachlosen hier in Köln. Und ich glaube, das sind ganz, ganz große Probleme, die wir hier mit uns rumtragen, neben Bauen etc. Und wenn wir so als Verein etwas tun können, um der Stadt und den Bürgern zu helfen, dann finde ich das einfach eine super Sache. Ja, last but not least möchte ich Sie natürlich alle nicht entlassen ohne eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, Andreas Rettig hat zwar im Vorfeld gesagt, der Sport steht total im Hintergrund bei dieser ganzen Geschichte, aber Hans-Jörg Westendorf, mal ehrlich, wer gewinnt das Turnier? Ich gehe stark davon aus, Fortuna. Im Übrigen wollte ich noch eins sagen, wir lassen unser Ligaspiel gegen Schalke nicht ausfallen, sondern es ist nur verlegt worden, also so groß ist die Liebe doch nicht. Aber Scherz beiseite, ich glaube einfach, das ist eine super Sache und ich kann mich dem Andreas und dem Alex da nur anschließen, auch für die Leute, die da hinkommen und ich kann alle nur auffordern, kommt zahlreich, sorgt dafür, dass das Stadion voll wird und dass die Summe dessen, was wir ausschütten können, groß wird. Ja, Alexander Werle, oder macht der erste FC Köln das Rennen?
Ich bin da völlig entspannt, denn im Zentrum des Turniers ist in der Tat, dass wir vereint was Gutes tun für die Stadt Köln und für die Obdachlosen in Köln. Und da steht auch Sport nicht im Vordergrund, aber wenn Sie mich so direkt fragen, dann gibt es für mich nur einen Sieger und der heißt FC. Ja, Andreas Rettig. Okay. Andreas Rettig, ich bin jetzt schon gespannt, was die Antworten werden. Nein, da müssen Sie nicht gespannt sein. Es gibt nur einen Sieger an diesem Freitagabend und das ist die Obdachlosenhilfe. Ja, last but not least, René Königshausen, was ist Ihr Tipp für das Turnier? Ja, Andreas Rettig hat es mir jetzt eigentlich vorweggenommen. Das hätte ich mir so aufgespart, um mich diplomatisch zu verhalten. Und ich würde mich dem natürlich vollkommen anschließen, was er gesagt hat. Ja, dann bedanke ich mich hier bei dieser lockeren, netten Gesprächsrunde. Wir sagen Dankeschön bis Freitag zum PSD Bank Cup im Sportpark Höhenberg. Wiedersehen.